Wie kann man die Kundenzufriedenheit messen? Wie kann man die Kundenzufriedenheit messen? Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten. Man kann einmal Marktanteil und Umsatz messen. Dann kann man natürlich auch noch genauer, wenn der Marktanteil wächst, dann heißt das zumindest, dass man mehr Kunden gewinnt. Wenn der Umsatz wächst, heißt das in der Regel, Umsatz ist ja Preis mal Menge. Das heißt, es kann natürlich auch der Umsatz steigen, wenn man einfach die Preise erhöht. Aber wenn hier dieser Mengenfaktor wächst, dann heißt das ja zumindest, dass man mehr Kunden gewinnt. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass die Kunden nicht unzufrieden sind. Aber das ist sehr allgemein. Dann kann man natürlich Kundenreklamationen auswerten. Und man kann Kunden gezielt fragen. Ja, das sind im Prinzip die drei Möglichkeiten. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.